Nee. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, es ist allerhöchste Zeit, dass wir die Familien bei der Pflege besser stellen, auch finanziell. Insbesondere und insofern ist das Angehörigenentlastungsgesetz ein Schritt in die richtige Richtung. Es hat Stärken, aber auch Schwächen. Und da wir uns in der ersten Lesung erst befinden, bieten wir an, dass wir als Vertreter von 25% der Wähler im Osten tatkräftig bei der Neuausgestaltung dieses Gesetzes helfen. Gut und richtig ist es, die Alten und den pflegenden Menschen die Angst zu nehmen, im Alter nicht versorgt zu sein. Gut und richtig ist auch, die Lebensleistung dieser Menschen zu achten und wertzuschätzen, damit sie auch im Alter in Würde leben können. Sprechen müssen wir jedoch darüber, wie das Gesetz angelegt ist. Es ist wieder einmal die stationäre der häuslichen Pflege vorgezogen. Es gibt keinen Grund dafür, dass wir unsere Alten nicht dort belassen, wo sie sich wohlfühlen, nämlich zu Hause, und dort die Pflege vornehmen. Ich denke, dass insbesondere die älteren Kollegen unter Ihnen und Ihre Familien ähnliche Erfahrungen gemacht haben zur Problematik stationäre und häusliche Pflege. Und Sie werden sich meiner Meinung anschließen, dass die häusliche Situation in der Pflegesituation vorzuziehen ist. Häusliche Pflege ist ein Gebot der Menschlichkeit, und darum genießt sie bei uns in der AfD die allerhöchste Wertschätzung. Und darum wollen wir sie auch finanziell besser stellen als die stationäre Pflege. Denn die Familien werden durch die häusliche Pflege enorm belastet. Ihnen soll zu Recht der Dank der Gesellschaft gehören. Zugleich aber müssen wir den Alten die Ängste nehmen, die im Zusammenhang mit den Kosten der Pflege stehen. Ich warne davor, anzunehmen, dass allein mit der Annahme des Angehörigenentlastungsgesetzes die finanziellen Ängste unserer Alten vor den Pflegekosten entfallen. Denken Sie an die Rentenproblematik. 1,5 Millionen Rentner könnten Grundsicherung im Alter beziehen. 500.000 beantragen diese nur. Zwei Drittel der anspruchsberechtigten Rentner schämen sich und sammeln lieber Flaschen, als sich beim Amt zu offenbaren. Und warum sollte das im Pflegefall anders sein? Ich meine, da liegt noch Potenzial. Auch ist die Systematik des Gesetzes misslich. Ein Angehöriger muss entweder gar nichts oder 100% der Kosten zahlen. Das finde ich sozial ungerecht. Sozial gerecht wäre eine gestaffelte Übernahme der Kosten, und diese soziale Gerechtigkeit sollten wir herstellen. Das Ziel dieses Gesetzes, ein Altern in Würde zu ermöglichen und die Angehörigen nicht ins wirtschaftliche Elend zu stürzen, ist richtig und wichtig. Aber wie sollen Sie das finanzieren? Und vor allem, wer soll hier zur Kasse gebeten werden? Um hier Klarheit zu schaffen, müssen wir in den Ausschüssen zunächst einmal klären, wie hoch die Finanzierungskosten tatsächlich sind. In der Sachverständigenanhörung muss man sich zwingend mit den Einwendungen der Kommune auseinandersetzen. Die stöhnen nämlich bereits heute unter der chronischen Unterfinanzierung. Wir müssen sehen, wie wir dieses Problem lösen. Meine Damen und Herren, wir befinden uns in der ersten Lesung, und noch ist es Zeit, diesen Gesetzentwurf erheblich nachzubessern. Allen Parteien in diesem Haus sei uns noch ins Heft geschrieben, unseren Eltern und Großeltern, sie haben es verdient, auch im Alter mit Anstand und Würde behandelt zu werden. Unsere Eltern und Großeltern haben es verdient, nicht zum Spielball parteipolitischer Interessen zu werden. Und jeder, der sich heute in den Ausschüssen dem Ansinnen verschließt, die Pflege unserer Alten zu verbessern, der hat diese Meinung dann vor seinen Eltern, vor seinen Großeltern in der Familie zu vertreten und nicht hier nur im Hohen Haus. Daran sollte jeder denken, der hier heute spricht. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Wilfried Oehlers.